Hallo, hier ist Jeno und willkommen zurück zu Let's Play Lufia in the Fortress of Doom. Beim letzten Mal waren wir auf der Suche nach dem Schlüssel, durch den wir in Glass Whatever Dingens da Bummens rein konnten. Wie hieß der Tower? Glaster Tower, glaube ich, hieß er. Und dafür sind wir erst in dieser Dungeon, um uns hier einen Schlüssel zu holen, damit wir dann hineinkommen. Klingt eigentlich ziemlich simpel, aber gut, eins nach dem anderen. Wäre natürlich gut, wenn ich jetzt noch den Water Ring hätte, einfach um den mehr Schaden zu machen, aber dann ist halt wieder die Sache, ja, wie viele Gegner sind anfällig auf Wasser? Einer, zumindest hier, und dann lohnt sich das nicht wirklich, ja? Auf jeden Fall kriegen wir hier eine Highbombe, Wahnsinn. Aber gut, ich habe ja den Wasserring auch schon vor Ewigkeiten verkauft, von daher spielt das absolut auch keine Rolle mehr. Und ein Gloom Arrow. Gloom Arrows haben nicht wirklich die Daseinsberechtigung bei mir. Das Ding ist einfach, ich verwende sie nicht. Wofür? Wir haben neue Gegner, die Gorgonen. Oh mein Gott, ein Gorgone. Ja, falls ihr euch mal gefragt habt, wie männliche Gorgonen aussehen, da habt ihr. Auf jeden Fall, ich meine, dass wir sie mit zwei physischen Angriffen eigentlich locker kriegen sollten. Kombination mit Zed und Nagoro, das sollte genug ziehen. Jaren ist jetzt für dieses Gebiet leider wieder ein bisschen sinnfreier, muss ich sagen. Wobei ich persönlich gedacht hätte, dass sowohl Eis, also jetzt vom Logischen her, Eis und Feuer eigentlich gut sein müssten auf Ritterrüstung, oder? Weil ich meine, man kann sie erhitzen und kühlen. Und entweder er friert oder er geht eben durch die Hitze drauf. Aber gut, vielleicht denkt sich das Spiel da eben doch auch was anderes. Ist ja auch nicht so wild. Ich meine, solange wir sie mit einem Blitz... Blitz ist wenigstens logisch. Metall und Blitz, das passt halt. Na, also wenigstens ist das Spiel hin und wieder mal logisch aufgebaut. Es gibt halt auch Sachen, die ich immer noch hinterfrage, wie das Donner gegen Fische nicht so wirklich funktioniert. Aber gut, denkt sich das Spiel halt, Wasserkochen bringt bei Fischen eben dann doch mehr. Ich lasse es mal so stehen und mich interessiert gerade, reicht eigentlich schon dein Bolt-Spell aus, um die zu töten? Würde mich mal interessieren, weil Bolt dürfte inzwischen mit dem Flash-Ring eigentlich auch extrem guten Damage machen, ha? Also ich rechne da eigentlich schon mit über 300, Lufia. Da, und ihr seht schon, Nagoro, selbst mit dem Yellow-Ring ist er so anfällig auf die Magie, das ist einfach so unschön. Deswegen, ich meine, ich hätte gerne weiter mit diesem starken Ring gespielt, den ich letztes Mal verwendet habe, aber für ihn ist das nichts. Ja, vielleicht hätte ich Zed den geben können, ja, aber naja, der Ring, den Zed hat, ist einfach zu gut. Ich meine, Angriffskraft ist nicht alles und da kriegen wir einen Silken Sword. Ist zwar kein Dual Blade, aber naja. Gehen wir erstmal hier nach oben und holen uns diese abgelegene Truhe, in der eine Great Potion ist. Wahnsinn. Komm schon, powern wir dich noch ein bisschen mehr. Plus 2. Wie viel Angriff hast du? 533. Ja. Es wäre richtig geil, wenn Nagoro der Auserwählte wäre. Hm? Warum ist er nicht der Nachfahre? Und wir kriegen hier neue Gegner, die Zoras Rex, welche, meine ich, zwar anfällig sind auf Eis. Darum haben wir mal ein Glaze hier raus. Wobei, ne, gar nicht. Ich glaube, ich habe es falsch. Ich glaube, ihr seid anfällig auf... Gut. Dann finden wir es nicht raus. Ich glaube, ihr seid anfällig auf Feuer. Und ja, sowieso. Deswegen habe ich hier mit dem Flame Ring ausgerüstet. Aber gut, lassen wir mal so stehen. Luffy ist versteinert. Und Jaren kriegt ein Level Up. Warum denn nicht? Aber bevor wir weitergehen, würde ich gerne gewisse Dinge erstmal heilen. Und dann einmal komplett voll heilen. Ah, so dürfte das passen. Alles klar. Dann gehen wir nach links weiter, denn es gibt hier noch ein bisschen was an Schätzen. Ja, doch, den Kampf lasse ich drin. Aber es gibt hier noch ein bisschen was an Schätzen zu holen. Und ich wollte mal sehen, schauen wir mal, Vulkan müsste gegen euch was bringen, ha? Komm schon, Raven tötet alles. Schauen wir mal. Na, komm schon, ja gut, die wurden jetzt so ordentlich vorgeschwächt, aber ja. Macht wahrscheinlich Sinn, es sind wohl Eis-Dinos, schätze ich, weil Dinosaurier ja überhaupt nicht die Kälte überstanden haben. Aber gut, wir haben einen White Ring, welcher, glaube ich, nicht wirklich viel bringt, oder? Er steigert zwar den Angriff, aber sonst ist er nicht wirklich was. Ist er für irgendwen anders noch brauchbar? Agilität steigt? Na, ich glaube nicht. Wobei, Momentchen. Moment. Eigentlich, ich verliere nur einen Punkt in Deep FP und ich habe eigentlich genug Magieresistenz. Eigentlich können wir tauschen. Doch. Ich gebe dir den Power Boost, weil ich doch jetzt einfach dir den Wave Ring weitergeben kann. Ich meine, gut, er verliert dadurch 5 Magieresistenz, aber er hat eine Steigerung in Angriff, in Abwehr und in Agilität. Eigentlich ist das, glaube ich, das Intelligentere, was ich machen kann. Gut. Das passt doch eigentlich. So ist das, glaube ich, ganz gut gelöst. Auf jeden Fall wären wir hier unten mit den ganzen Treasuren fertig. Ich werde dahin zurückgehen, wo ich die Episode angefangen habe, nämlich bei den Stufen, und sage bis gleich. Okay, ich bin wieder zurück zu den Stufen gekommen, wo wir die Episode begonnen haben. Von hier gehen wir den Weg wieder weiter, denn hier ist der richtige Weg, aber natürlich wollten wir den jetzt mal verpassen. Hier sind 2 Türen, gehen wir erstmal durch die rechte, weil der Weg kürzer ist. Nein, sondern weil es hier wieder einen Warpoint gibt, durch den wir zuerst oder durch den wir jetzt gehen sollten, weil ich das so sage.
Und ich sag mal so, die Dungeons werden auch nicht mehr unbedingt größer. Also ich glaube, die wirklich größten Dungeons haben wir eigentlich alle schon abgearbeitet. Das Einzige, was halt ein bisschen Zeit noch in Anspruch nehmen wird, ist die Tatsache, dass ich ja nochmal durch die ganze Welt gehen will und ein bisschen was an den Dracheneiern zurückkommen will, ne? Weil das werde ich definitiv noch machen. Ich werde das aber dann ziemlich schneiden, falls ich das noch nicht gesagt habe. Also die Dracheneier-Fund-Quest, wenn ich das so bezeichnen darf, werde ich dann größtenteils offscreen machen. Ich werde euch zwar mal sagen, wo ich bin und welche Abbiegen. Eventuell werde ich euch noch sagen, wie ich abbiegen oder wie ich abgebogen bin, um dorthin zu kommen. Aber mehr eigentlich auch nicht. Aber gut, dann wir können uns eben noch drei oder noch zwei weitere Wünsche äußern. Und das Ding ist nur so nebenbei, die Wünsche ändern sich nicht. Also das, was wir letztes Mal zur Auswahl hatten, steht auch jetzt dann nochmal zur Auswahl. Es ist auch nicht so, dass ich nicht noch ein Might Shield nehmen kann. Aber was werde ich wohl noch nehmen? Ha? Zwei Wünsche sind noch offen. Sage ich euch dann. Aber gut, gehen wir erstmal weiter und Moment, ist mein Leben eigentlich voll genug? Lufia könnte ich eigentlich mal auffüllen, wenn ich schon im Menü bin, ne? Weil das immer so ein anstrengender Part ist, bis ins Menü zu kommen. Auf jeden Fall eine Mind Potion. Ach komm, Lufia. Plus zwei noch, warum denn nicht? Ich meine, ich würde sie auch Jaren geben, aber Jaren braucht sie nicht wirklich, weil größtenteils halt alles Multi-Zauber ist, ne? Eigentlich hätte ich jetzt wieder den Weg aufs Schwingen gehen können, fällt mir gerade auf. Aber jetzt bin ich schon, ja, jetzt bin ich schon losgelaufen, jetzt ist es auch egal. Und ohne Scheiß, guckt euch mal das Bild an, jetzt mal im Ernst. Eigentlich könnte das doch so gar nicht funktionieren. Ich meine, du bist anfällig auf Feuer und du bist anfällig auf, ja, wahrscheinlich auch auf Eis. Aber gut, gut, gut. Ich meine, ihr wisst, worauf ich hinaus will, ja? Ich meine, wie kann der Computer einfach so eine Gegnergruppe zusammenstellen? Das geht doch nicht. Ich sollte mich vielleicht wieder dran gewöhnen, etwas mehr Pausen im Sprechen zu lassen, weil dann das Schneiden besser ist. Aber gut. Ja, ungefähr so wie jetzt. Wenn dann ein Random Encounter startet, kann ich ihn nämlich besser schneiden. Ist halt so oder so ein Nachteil, wenn es Random Encounter sind. So viel einfacher zu schneiden, wenn man die Gegner auf dem Screen sieht, ha? Aber da müssen wir noch bis zum nächsten Spiel warten, denn Lufia 2 hat glücklicherweise keine Random Encounter, sondern ist das mehr wie in Final Fantasy 13, wobei das System, wie die Gegner funktionieren, ist echt ziemlich geil. Also da gibt es einige Sachen, wo ich mich frage, warum haben moderne Spiele das nicht übernommen oder generell Spiele nicht übernommen? Allein das Magic-Target-System oder eben auch, wie sich die Gegner bewegen. Aber gut, dazu kommen wir dann alles. Gib mir mal, ich glaube, eine Woche noch. Ja, und dann sind wir eh in Lufia 2, also so ist nicht. Gut, komm, lasse ich den Kampf drin, weil ich schon drei reingequasselt habe. Mit einem Flatspell sollte das eigentlich ganz gut hinkommen. Wenn Lufia irgendwann mal aus dem Arsch kommt und die Viecher mal ein bisschen nass macht. Ja komm, ich kann sogar mit... Hallo, Lufia, wie langsam bist du? Kann es sein, dass Lufias Agilität so richtig hinterherhängt? Moment, das interessiert mich gerade. Lufia, wie langsam bist du? Du hast eine Agilität von 101. Hallo, du bist schneller als die Kerle. Wie kann es sein, dass ich... Ich weiß nicht, manchmal wirkt das ein bisschen sehr willkürlich, ja? Aber gut, machen wir mal einen Boost-Spell rein, weil ein bisschen mehr Leben ist immer gut. Wir werden nicht hier sterben, ne? Nee, nicht heute, nicht heute. Heute will ich einen guten Run haben. Ah ja, auf jeden Fall gehen wir hier erstmal nach links noch weiter, denn hier ganz hinten befindet sich natürlich noch eine weitere Truhe, und zwar ein weiteres Miracle. Wie viel habe ich denn inzwischen davon, ne? Miracle. 36. Ja, das ist schon eine stolze Zahl für so kleine Wunder, die ich in der Tasche habe. Nicht schlecht, nicht schlecht. Jedenfalls seht ihr schon, ist hier ein Schalter. Und dieser ändert eben wieder die... Ups, jetzt habe ich physisch angegriffen, wobei Feuer eigentlich hier das meiste gebracht hätte. Jedenfalls ändert dieser Schalter die Lokation von dem Warpoint, wo wir vorhin waren, wo wir diese Truhe dort vorne geholt haben. Und aus diesem Grunde werde ich jetzt den Schalter aktivieren und dann offscreen bis zu dem Warpoint zurückgehen, beziehungsweise bis zu dem Raum. Doch, zu dem Warpoint. Ihr wisst eh, wo der war. Und zwar, wo ich dann nochmal ganz oben durch die Tür gehe, dann rechts durch die Tür und dann bis zum Warpoint. Ich würde sagen, wir sehen uns dann dort. Ups, bevor wir gehen, ich sollte den Schalter runterschalten, nicht oben. Der war doch eben schon oben. Gut, dass ich nochmal geschaut habe. Mensch. Also gut, dann sehen wir uns gleich. Alles klar, wenn wir den Schalter runtergeschaltet haben, dann sollte uns dieser Warpoint jetzt, wie ihr unschwer erkennen könnt, zu einer anderen Lokation bringen können, wo wir die dann hier auch finishen können. Auch ein Grund, warum ich zuerst den anderen Weg gegangen bin, denn doppelte Wege sind immer ein bisschen nervig. Aber ich meine, dass ein Dragon Egg auch später hier beim zweiten Durchlauf dann zu finden ist und dann muss man, glaube ich, den Schalter nochmal umschalten, was ein bisschen nervig ist, aber ich sag mal, für den Abwehrboost, den man dadurch noch erhält, es lohnt sich schon. Außerdem gibt es halt eine höhere Treasure Rating am Ende, ne?
Das ist halt schon der Grund, warum ich das mache. Ich meine, es muss nicht sein. Ihr spielt das Spiel jetzt nicht durch, wenn ihr das nicht macht, aber ich meine, warum nicht? Es ist eine schöne Sache. Es lohnt sich, anders als in Lufia 2, wo sich das nicht so wirklich lohnt. Aber dazu kommen wir dann. Auf jeden Fall noch eine Spell Potion. Die kriegt heute mal wieder Zed, weil der wartet schon. Ist so hungrig. Auf jeden Fall, hier sind die letzten drei Truhen. Ein Glaster Key, den wir halt gebraucht haben. Gloom Arrow. Und ein Encounter. Total, ne? Moment, du hilfst mal kurz bei dem Ritter mit. Weil ich in letzter Zeit immer mal ein paar hatte, die Lufia nicht ganz gefinisht hat. Aber diesmal doch. Ich meine, die haben ungefähr 295 Leben. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber manchmal hat sie so 92 gezogen, dann waren sie nicht tot. Aber gut, ich hätte mit Lufia nicht physisch angreifen sollen. Manchmal drücke ich zu schnell. Weil ich habe die Magie. Ja, ein bisschen habe ich noch. Aber ich werde definitiv, bevor wir jetzt in die Glaster Höhle reingehen, werde ich definitiv erstmal zurückgehen und mich voll aufladen. Ich denke mal, da so viel ist drin. Und ich bin froh, dass wir die Dungeons jetzt immer in einem Part abgeschlossen haben. Ihr seht schon, es werden schon kleiner. Und endlich hat... ich wollte eigentlich nur zeigen, dass Jaren endlich Trick gelernt hat, was den Angriff erhöht. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht mehr unbedingt die Power Goats, sondern ich würde im Kampf trotzdem erst die Power Goats bringen und dann mit Trick den Angriff oben halten. Bringt aber eine Menge und eine Power Potion noch. Die kriegt, ja, Jaren, auch wenn Lufia inzwischen wahnsinnig hinterherhängt. Ich meine, so viele Power Potions waren das nicht, dass die jetzt den Unterschied von 50 Leben machen, aber Jaren kriegt halt scheinbar doch bessere Stats. Aber gut, wir werden hier fertig, von daher warten wir uns raus mit einem Escape, weil wir es können. Und weil ich cool bin, fliege ich sogar zurück. Ich nehme nicht mal den Teleport-Spell. Geil, ne? So, wo ist die Stadt? Hier vorne ist es. Und interessanterweise, oder besser gesagt, wie wir schon beim letzten Mal gesehen haben, und coolerweise befindet sich das indirekt hier. Und Moment, gar nicht. Ich habe doch die Dungeon inmitten des letzten Parts beendet. Stimmt, aber ich hätte die Dungeon in einem Part schaffen können, glaube ich. War ich doch eben schon. Wucher, ihr willst mich gleich zweimal abziehen, oder was? Aber gut, wir sind voll geheilt. Und, ja, können wir jetzt da rein? Können wir? Nein, natürlich nicht. Leider nicht. Aber hier ist der Eingang, um in den Glaster Tower zu kommen. Ja, Glaster Tower heißt's. Aber gut, werden wir in der Lage sein, das Ding beim nächsten Mal zu erreichen? Ha? Finden wir uns beim nächsten Mal in Let's Play Lufia and the Fortress of Doom. Ich bin's hier und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin.